Gott. Katzenvideos sind unglaublich erfolgreich im Internet. Und ihr habt es jetzt praktisch umsonst gekriegt. Und damit sage ich, grüß euch, Madel und Buben. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. An einem Spätsommertag, wo es mal heiß, mal kalt ist. Also uns wird schon ganz zwarerloh. Und deswegen machen wir jetzt was Schönes, Sonniges, Schnelles. Heute gibt es Rigatoni mit bekannter Salsiccia. Und aufgemerkt, Wirsing. Meine Mama hat immer Wirsching gesagt, aber das ist offiziell ein Wirsing. Und die folgenden Zutaten brauchen wir für diese schöne, schnelle Nummer. Unser Katz ist der Meinung, wir brauchen einen Katz. Das stimmt aber nicht. Wir brauchen Rigatoni, hier Nobelversion, in Bronze gegossen. Salsiccia, das ist die Pikante, seht ihr hier mit Chili. Da vorne ist ein bisschen Knoblauch, Chili, Fenchel, Olivenöl, Zwiebeln, Parmesan und der Wirsching. Und damit es euch nicht langweilig wird, werden die da drüben gerade ein Dach decken. Jetzt legen wir aber los. Und zwar machen wir erstmal etwas Öl in einem großen Behältnis, in einer Gusseisenpfanne, Topf, was ist das überhaupt? Schmortopf, Pfannengerät. So, hofft der Wind pustet uns nicht alles aus. Aber im Prinzip können wir dort schon mal ein bisschen. Vielleicht hört man mich gar nicht spotteln. Muss ich Untertitel machen. Schon mal ein bisschen Öl warm machen. Die Salsiccia hat der Metzger mühevoll da reingefrümelt und wir werden es wieder raus. Und gleich hier so ein bisschen. Ja, die geht schlecht raus. Müssen wir schnell anders machen. Sekunde. Ziehen wir hier einfach schnell aus der Haut raus. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Wenn ihr einen guten Metzger habt, einen italienischen, dann könnt ihr auch nur das Brät bestellen. Ich habe einen guten Metzger, den Stefan. Und bei dem kann ich auch nur das Brät bestellen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Salsiccia wird in Italien auch oft eher wie Hackfleisch genommen. Gell? Ja. Gar nicht so als Bratwurst, wie wir sie kennen. Die bröseln wir jetzt da so ein bisschen rein. Genauen Angaben, wie viel und wie gebröselt, schreibe ich euch dann ins Rezept. Das findet ihr unter dem Video. Mit Salsiccia haben wir schon Risotto gemacht, gell? Mit Salsiccia und Radicchio. Das mit dem Wirsching habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt gleich. Also, darf gern so ein bisschen auslaufen und knusprig werden, ein paar Minuten. Das ist jetzt eine Salsiccia Pikante. Salsiccia Pikante, also mit Chili, das sieht man da, die gibt es auch süß. Und meistens ist ein bisschen Fenchel drin. Und wenn ihr keine Salsiccia kriegt oder wollt, dann könnt ihr auch eine Chorizo nehmen, oder? Ja. So. Schön, gell, was rauskommt da ist. Also es darf gern noch ein bisschen, oder? Sich zusammenziehen. Ich will es ein bisschen kleiner machen. Einfacher dann mit den Nudeln. Unser Salsiccia hat jetzt schön reduziert, gell? Die holen wir jetzt einmal nochmal raus. In das Fett werden wir jetzt unsere gehackte Zwiebelreihe, die nehmen wir jetzt wieder raus. Ein Duft liegt in der Luft. Ne? Sehr lecker. Mhm. Also, soll so ein bisschen glasig werden und jetzt nicht unbedingt viel Farbe nehmen. Gib jetzt schon mal die Nudeln ins kochende Salzwasser. Und jetzt hier drüben den Knofi und ungefähr einen Teelöffel Fenchelkörner dazu. Das werden wir jetzt kurz mitrüsten.
ein, zwei Minuten rösten wir das jetzt mit. Das riecht jedes Mal besser mit jedem Schritt. Und dann die Wirsching, ja, Streifen sind es mehr oder weniger. Ich habe versucht, keine dicken Strunke mitzunehmen. Das werden wir jetzt so unterrühren. Das dauert jetzt ein paar Minuten mit. Ich gebe jetzt mal alles rein, in der Hoffnung, dass das so zusammenfällt, wie wir uns das vorstellen. Und während die Nudeln vor sich hinköcheln, lassen wir zusammenfallen, oder? Wirsching hat bei uns da immer nur als Rahmwirsching gegeben, Biker. Oh, auch als Kugelrahm. Wir haben auch ein Rezept irgendwo für einen schönen Wirsching. Einen italienischen, gell? Mal, mal schauen. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch oben. Da von der Salsiccia ist mir noch ein bisschen Öl raus. Und das gebe ich jetzt hier zum Wirsching. Ja, fällt tatsächlich schön zusammen, gell? Nach etwa 5 Minuten kriegen wir hier unsere Salsiccia wieder dazu. Damit die Geschmäcker sich schön vermischen können. Eigentlich gehört da ja noch, noch Chiliflocken dazu. Das erspare ich euch aber. Weil diese Salsiccia, das ist einmal eine richtig pikante Salsiccia. Im Prinzip warten wir jetzt noch auf die Nudeln und dann wären wir schon fast fertig. Gell? Unsere Nudeln sind jetzt soweit und die geben wir jetzt direkt aus dem Topf rüber zu unseren guten Sachen hier. Wir müssen ja immer die Pasta zur Soße bringen und nicht andersrum. Haben wir alles erwischt. So, und jetzt machen wir das so Carbonara-artig. Wir geben ein bisschen Parmesan dazu und Nudelwasser. Ja, so ein Kelly ungefähr. Und vermischen ist jetzt gut. Und schauen, dass wir da so ein bisschen eine cremige Konsistenz kriegen. Und die kriegen wir auch, gell? Also insgesamt so, ja, so 2 Esslöffel Parmesan. Wenn ihr mehr wollt, dann mehr. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Spatzl, was ist das Geheimnis? Ich weiß nicht. Wir sind fertig. Ja, wir brauchen jetzt nur noch servieren. Oh, magst du noch mal so reinschauen, bevor wir servieren? Also ich finde es wirklich großartig. Sehr schön, oder? Das kommt jetzt auf einen schönen Teller und dann zeigen wir es eigentlich nur mal, liebe Leute. Geht die Sonne auf. Liebe Leute. Eigentlich muss man es nur noch mit Parmesan bestreuen und dann ist schon fertig. Sehen wir es noch auf einen schönen Teller da oder sind wir halt rustikal? Ich würde schon noch auf den Teller. Also wir tun es noch auf den Teller. Mit ein bisschen Parmesan noch drauf, der gehört dazu. Ebola, so ein schnelles, geiles Essen. Keine Angst vor dem Wirsching. Wer Angst vor Wirsching hat, eine Wirschingphobie, der könnte auch zum Beispiel einen Babyspinat nehmen. Oder irgendeinen anderen Kohl. Ja, und so schaut es dann aus. Wenn es fertig ist, angerichtet von mir professionell, und zwar richtig professionell, dekoriert mit Parmesan. Was das dekorieren oder drüber streuen? Beide. Drüber dekoriert. Heute ist meine Frau sehr sanft zu mir, wir haben heute 32. Hochzeitstag. Und dazu gibt es diese schönen, wunderbaren Rigatoni. Schnelles, einfaches Rezept, das putzen wir jetzt weg und dann sehen wir uns nochmal. Und haben ja immer am Schluss vom Video noch was Wichtiges zu tun. Aber die Nudeln werden sehr schnell geholt und deswegen müssen jetzt als erstes weg. Ich freue mich schon so auf die Nudeln, dass ich gar nicht probiert habe. Jetzt habe ich ja keinen Löffel da, aber den nehmen wir nicht mehr her. Also die Kombination von dem süßlichen Wirsching und der in dem Fall recht scharfen Salsiccia, die hat wirklich was. Spatzeln, das wird dir schmecken.
musst nur aufpassen, dass du auf kein Chili nicht beißt. Und bis gleich. Drumherum essen. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Mein Gott, war das gut. Also es war richtig sau gut. Und so ist auch dieser Wein, schaut mal. Ein ewiger Favorit von Rummel Biowein. Der Riesling trocken, in dem Fall der 2021er. Vorfreude ist die schönste Freude. Prost. Für mich der perfekte Riesling. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war vielleicht auch für euch perfekt. Dann schaut euch hier drüben vielleicht noch zwei andere Videos an. Oder ihr gebt mir ein Abonnement, das wäre totschick. Daumen hoch, netter Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder, oder? Machen wir so. Macht es gut, Servus, pfiat euch und ciao. Und salute.